Furosemid. Für wen ist das Rezept bestimmt? Bekommen Sie es zum ersten Mal oder kennen Sie es schon? Wogegen haben Sie das Medikament verordnet bekommen? Welche Erfahrungen haben Sie damit? Hat Ihnen der Arzt etwas zur Dosierung gesagt? Wie lange Sie es anwenden sollten? Haben Sie andere Erkrankungen? Nehmen Sie zurzeit weitere Medikamente ein? Ich möchte Ihnen das Medikament geben. Es heißt Furosemid 40 Milligramm Santos Filmtabletten. Es wird bei Herz- oder Lebererkrankungen wie Herzinsuffizienz sowie Hypertonie, auch bei Nierenerkrankungen verordnet. Wenn der Körper vermehrt Wasser im Bauchraum, in den Beinen oder den Füßen einlagert. Die Einnahme von Diuretika, harntreibende Mittel, im Volksmund auch als Wassertabletten bezeichnet, sorgt dafür, dass der Körper die überschüssige Flüssigkeit durch eine erhöhte Harnausscheidung los wird. Wenn Sie während der Einnahme von Furosemid erbrechen, Durchfall haben, dann sprechen Sie mit Ihrem Apotheker. Hier ist gegebenenfalls eine Senkung der Diuretika-Dosis angebracht. Furosemid vermehrt die Harnproduktion. Dadurch werden die Wasseransammlungen im Körper leichter ausgeschwemmt. Sie werden merken, es wird von Tag zu Tag besser. Furosemid wie alle wassertreibende Mittel entlastet das Herz. Weil es das Blutvolumen normalisiert und so weniger Flüssigkeit durch den Körper transportiert werden muss. Achten Sie darauf, wenn Sie Schmerzen haben. Nehmen Sie keine Schmerzmittel von nichtsteroidale Antiphlogistika, wie Ibuprofen, Diclofenac oder Aspirin. Diese Medikamente können die Wirkung von Furosemid beeinträchtigen. Das heißt, Furosemid dann wirkt nicht mehr ausreichend und in manchen Fällen kann diese Kombination Nierenfunktionsstörungen verursachen. Sehen Sie davon ab, kochsalzreich zu sich zu nehmen. Das kann die Wirkung von Furosemid ganz oder teilweise aufgehoben werden. Des Weiteren begünstigt die Aufnahme von Kochsalz die Entstehung von Flüssigkeitseinlagerungen. Deshalb sollten Sie sich kochsalzarm ernähren. Sobald Sie mit der Anwendung von Furosemid begonnen haben, sollten Sie Ihren Arzt für regelmäßige Kontrollen aufsuchen. Durch die entwässernde Wirkung müssen die Betroffenen häufiger zur Toilette gehen. Sie merken vielleicht, dass die Beine geschwollen sind, die Füße nicht mehr in die Schuhe passen oder der Ehering plötzlich zu klein ist. Sie sind Zeichen für Wassereinlagerung. Furosemid wird Ihnen helfen. Auch bei einer vorwiegend stehenden Tätigkeit staut sich das Blut in den Beinen. Die Flüssigkeit sammelt sich im Gewebe an und abends sind die Beine dick und schwer. Da Furosemid wichtige Mineralstoffe mit ausscheiden, können Mangelerscheinungen entstehen. Oft Kalium kann betroffen sein. Wenn Furosemid zu einem Kaliummangel führt, besteht das Risiko, Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen oder Verstopfung zu bekommen. Außerdem können weitere Nebenwirkungen wie ein Anstieg des Blutzuckerspiegels, ein Magnesiummangel oder erhöhte Harnsäurewerte durch die Einnahme von Diuretika entstehen. Wenn Sie Ihr Gewicht kontrollieren, Sie werden merken, dass das Gewicht aufgrund des Wasserverlusts sinkt. Fett wird dadurch nicht abgebaut. Um einem Kaliummangel vorzubeugen, fragen Sie Ihren Arzt, ob Nahrungsergänzungsmittel oder eine kaliumreiche Ernährung die Einnahme von Furosemid begleiten sollen. Besonders reich an Kalium sind Bananen, Kartoffeln und Feigen. Nehmen Sie das Medikament morgens ein. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass der Schlaf durch den nächtlichen Harndrang beeinträchtigt wird.